Hallo und herzlich willkommen zur 25. Folge von Raft im Multiplayer zusammen mit Hanna, Pascal und Hallo. Raphael. Hallo. Na, Raphael sagt wieder nicht Hallo. Wir haben letzte Folge zwei Rätsel gelöst. Einmal das Rätsel der Erdhaufen und einmal das kompliziertere Rätsel der Stromversorgung und Wasserräder, Zeuggedöns. Ich weiß nicht, wie viele. Das Rätsel der Wasserräder? Wie viele Metallspeere könnten wir. Der Quark, der Dingens gelöst, der. Ja, wir hatten eine Karte, du hast umsonst so viel rumgebuddelt. Ach, der Erdhaufen. Eins hast du zufällig gefunden, aber ja. Genau, wir hatten die beiden hier. Außerdem haben wir jetzt auch einen Zugangsschlüssel, eine Harpune und eine Kohlendioxidkanister, welchen ich jetzt mal benutzen würde. So. Ah, okay. Man muss nicht mal zielen. Das hat... Jetzt ist da ein Loch im Fenster. Sachbeschädigung. Ist echt verboten. Mal. Es war ja ein Rätsel, also daher. War ja ein Rätsel. Ich habe einen zweiten Zugangsschlüssel. Sag das der deutschen Regierung. Was will die deutsche Regierung mit mir? Okay, gut, das ist, glaube ich, nur Raft der ist die deutsche Sinn Regierung gewesen. Wahrscheinlich nicht mehr existent. Ich glaube nämlich auch. Ach, es ist schon wieder Nacht. Wir sollten eigentlich nochmal schlafen gehen. Ihr meintet, dahinter sind Stimmen? Letzte Folge? Doch, meinte ich. Andere Tür. Hinter der großen Tür dort, ja. Ja, das ist die nicht große Tür. Ja. Die große Tür ist bei dir hier drüben. Die braucht dann auch den Gefängnisschlüssel. Ah, Gefängnisschlüssel. Okay, Pascal, Raphael, wollt ihr noch herkommen, oder? Ja. Raphael ist da. Ja, ich würde noch kommen, wenn ich wüsste, wo ihr seid. Ich hol dich ab. Oder du, Raphael, du siehst doch die Zipline. Wir haben doch gerade eine Zipline ins Gebäude geschossen. Und von dem Gebäude geht noch eine Zipline woanders hin. Dahin musst du. In welches Gebäude? In das. Oh mein Gott. Wenn du aus Raft-Richtung guckst, das linke Gebäude, da haben wir eine Zipline reingeschossen gerade. Ganz links. Mhm. Okay, zwei Zugangsschlüssel. Klick, klack. Offen. Offen. Ja, Fahrstuhl fahren! Die Dinger kann man alle nicht benutzen, oder? Die Türen? Nee, nicht. Alle ab in den Fahrstuhl. Wir haben jetzt eine Hoch- und Runter-Taste. Ich drück mal runter. Geht nicht. Hoch geht. Wir sind jetzt schon im 12. Stock. Ich finde, die Fahrstühle sehen schöner aus als die in Dings. Ja. Sind ja auch neuer. Und hier kommt man raus. Cool. Und da kommt man auch nicht rein aus. Oder irgendwas. Okay, cool. Ich habe hier einen Hebel, an dem man ziehen kann. Lol, das ich dachte, löst. Das wäre ein Galgen. Ja, ich dachte auch erst. Cool. Damit fährt das Ding dann wahrscheinlich runter hier. Gummeln wir mal aus. Ah, das ist ein Seilzug. Und hier ist ein explosives Fass. Was soll man denn? Ah ja, hier. Leute. Benötigt Zahnrad. Ah, da müssen wir ein Zahnrad hin tun. Okay. Haben wir ein Zahnrad eingesammelt? Meinte nicht, dass irgendwer? Nein, haben wir okay. Nicht. Wir müssen mal durch den Jump and Run. Nein, wir brauchen einen Hammer. Wir brauchen einen Hammer hier oben. Oh je. Das erinnert mich an so ein Spiel. Das hier nennt sich Fall Guys. Nein! Nein! Wieder runtergefallen. Nennt sich Fall Guys, not sponsored. Mann! Wie geht das zur Hölle? Immerhin landet man in so einem Fangnetz. Und ja. Immerhin. Wie soll man denn da durchkommen? Ein bisschen nervig. Ah, kann man sich ducken? Ah, ja. Ja. Okay. Springen wahrscheinlich, oder? First Shot runtergeschmissen. Mann! Jo! Jo! Was ist das hier? Ah! Ja! Ah! Ich komm. Ah, danke. Es ist das nächste von den Viecher. Hier ist Kabel. Ja, das hier ist doch einfach. Das, was danach kommt, ist Horror. Oh Gott. Okay, das ging. Das bewegt sich sehr langsam. Das wäre wesentlich einfacher, weil es nicht so sehr laggen würde. Meinst du? Ja.
Nein! Das ist aber gemein. Oh, okay, man geht hier. Geht's hier irgendwo wieder hoch? Nicht. Nein, man muss von vorne anfangen. Ich muss einfach und warte, bis die anderen die Quest-Items einsammeln. Man muss von vorne anfangen. Oh. Warum denn? Ich will das nicht. Ich weiß zwar nicht, wo ich jetzt hier hin muss, aber okay. Shit. Okay, man fängt nicht ganz von vorne. Also ich war oben. Ich hätte hier auch einen Hammer, glaube ich. Ja, warte mal, warte ja, mal. Ich hätte hier einen Hammer. Ist es dort irgendwie interessant anzugucken oder liegt dort einfach ein Hammer rum? Da liegt ein Hammer rum und da ist ein Fahrstuhl, den man, glaube ich, ja, den man verwenden kann. Okay, und dann versuche ich noch zu dir zu kommen. Und hier ist irgendwas, wo man ein Zahnrad benötigt. Wir brauchen allgemein zwei Zahnräder, oder? Hat die nicht irgendwas von Zahnrädern erzählt? Ja, das hast du schon. Es gibt noch irgendwo anders, wo man es braucht. Achso, wir brauchen noch mehr Zahnräder. Ich würde den Hammer mal einsammeln. So. Okay, dann gibt es hier noch irgendwas, was man benutzen kann, wo irgendein Ding... Ich will Ding nicht mehr. Okay, dann lass es. Bist du schlecht dafür? Ich benutze jetzt mal den Hammer an der Tür. Mach das. Oh Gott. Okay, was ist passiert? Der Typ ist hier und wir haben... Ja, Olaf ist hier. Müssen wir gehen. Der rennt jetzt. Wo rennt der jetzt hin? Da ist die Brücke hochgegangen, das heißt, wir können ihm nicht folgen, oder wie? Kommen wir hier wieder zurück, oder ist das Final, wenn wir hier runtergehen? Leute, ihr müsst das Jump'n'Run nicht machen. Ihr könnt euch auf die Plattform mit dem X stellen und dann kann ich euch hochtransportieren. Ah. Ich muss erst mal wieder hochkommen. Ich hab's geschafft, vom Netz runterzufallen. Wie? Inkompetent. Da kommt man nicht drauf. Kann man nicht? Schade. Kannst nur Objekte transportieren wahrscheinlich. Aber wenn man das Zahnrad... Ja, dann müssen wir hier das Zahnrad holen, sozusagen. Ja, und wir haben eins, zwei... Also das ist kein Bossfight, nee. Das ist... Okay, wir haben wieder Kisten. Okay, man hat hier eine Leiter, da kommen wir wieder hoch. Ja, habe ich hier eine 1? Nee. Ihr wisst schon, dass man die auch auf Boxen drauflegen kann, um dann irgendwo hochzuspringen. Was wissen wir? Also dann dass drauf. Man die Zahnräder, man kann auf die Box legen, drauf und auf die nächste Box legen und wieder. Ja. Und dann kannst du im Prinzip von der Box das auf die große legen und dann hier drüber. Stimmt, und dann kommt man auch an den Fahrstuhl in der Position ran. Ja, gut, daran habe ich jetzt nicht gedacht. Gut zu wissen. Zahnrad einsetzen. Oh, hier ist auch eine 4. Ich weiß nicht, ob diese Taktik intended ist. Ist mir egal. Also hier ist auch eine Nummer 4. Brauchen wir hier oben irgendwie ein Zahnrad? Aber wir haben jetzt hier unten ein Zahnrad. Also wir brauchen hier links auf der linken Seite brauchen wir ein Zahnrad. Können wir jetzt... Kannst du das ein bisschen... Hoch? Ja. Nicht so viel. Und dann nehmen wir dieses Zahnrad mit und... Aber wer braucht... Aber ich kann die Zahnräder, glaube ich, nicht aufnehmen, oder? Nicht? War das wieder zu viel? Nein. Pass auf, dann nehme ich mir nochmal so ein Einsergewicht. Und ein Zweiergewicht. Versucht das auf die andere Seite zu bringen. Ah, so, guck mal, so geht's. Ah, doch, kann ich. Okay, sehr gut. Aber nur wenn er nicht sozusagen nicht in Bewegung ist. Ja. Ah, okay, jetzt haben wir hier eine Zugbrücke. Cool, dann gehen wir auch mal hoch zu euch, oder wie jetzt? The filthy rafters turned luxury apartments into a scrapyard. How ungrateful all of you are. Ach, da oben ist er. Mhm. Ah, Leiter. Ich habe schon die Zahnräder jetzt mitgenommen. Die sind jetzt dort, ja. Hat das Ding noch einen anderen Lift? Nee. Kannst du mal das andere Gewicht runternehmen? Was hier? Nee, das Gewicht. Kann ich nicht. Oh, okay.
Eine Münze. Aber ich hab... Es gibt schon noch einen anderen Lift, halt ganz auf der anderen Seite, ganz oben an der Decke. Ah, da, ja. Ja, da müssen wir... Na toll, jetzt ist das gleiche Rätsel nur noch in größer, oder wie? Scheint so. Jo, hier ist eine 1. Ich hätte auch einfach die Leiter hier nehmen können, ja. Ist halt so. Ist so ein 5er Gewicht. Ach du liebes bisschen. Hier oben ist ein 6. Noch schlimmer. Hui. Die Frage ist, wie viel Gewicht hat das Ding? Also ein 6 ist es anscheinend nicht. Da ist eine 3. Nehmen wir mal die 5. Wo landen wir dann? Ah, hier. Nehmen wir mal eine 1 und das Ding wieder weg. Oh. Ich vermute, wir brauchen ein Dreiergewicht. Packen wir hier noch 1 dazu. Und jetzt kann ich kein Dreiergewicht drauf tun. Weshalb? Ach, weil nur 2 Gewichte gehen oder wie? Das ist halt die Frage, was müssen wir überhaupt denn machen mit den Zahnrädern jetzt? Na, wir müssen die, ich denke, wir müssen die da hochschaffen. Ja, bin ich ja wieder hier. Landet das vielleicht schon irgendwo hier auf der richtigen Position? Wenn du 2 Einsergewichte drauf machst, dann passt es dann? Dann kannst du da nicht einen Dreier drauf machen und dann die 2 Einser runternehmen? Nein, das geht nicht. Man kann maximal 2 Gewichte. Okay. Das ist so ein bisschen das Problem. Also wenn ich das jetzt runternehme, dann bin ich wieder hier oben, dann habe ich einen 4er und einen 1er. So, und wenn ich das jetzt rauflege, dann habe ich 5. Du hast aber bei dem 4er, hast du doch auch einen 1er. 2 und eine 1. Zum Raft, ich habe keinen Springer. Warte, was? 2 und eine 1, oder? Nee, hier ist nur eine 1 und eine 4. Nein, wenn du nur den 4er drauf machst. Ach so. Ja. Stimmt. Und dann kommst du... Dann ist es doch irgendwo in den Einsam, ne? Bin ich wieder hier, dann kann ich eine 3 drauf tun. Und dann kannst du die 2 runter tun. Und dann müsste es passen. So. Boah, jetzt ist das ja schon wieder so dunkel. Genau, da sind wir jetzt hier. Da geht's lang. Nee, sieht man wieder nichts. Ah, hier. Und jetzt kommen wir auch wieder zum Anfang. Ich würde sagen, wir gehen mal zurück und schlafen einmal. Oder wir warten hier, das geht auch, aber. Weil im Dunkeln ist es nicht mehr. Hey, wo sind wir jetzt gerade? Wir sind wieder irgendwo raus. Ich gehe gerade zum Raft, weil ich. Oh, jetzt können wir das Zahnrad in das Dings einsetzen. Jetzt irgendwo raus. Toll. Ja, warte mal, ja. Hanna, warte mal. Pascal, warte, du musst hoch. Ja, oder du gehst zurück. Ich gehe gerade wieder zurück. Ja, oder so. Ja, okay, pass auf. Wenn es dir dann... Wird es schon wieder heller oder trügt das nur? Weiß ich nicht, aber es ist, glaube ich, hell genug. Nicht dahinter. Nicht dahinter? Okay. Nein, hier runter auf dieses Plattform-Dingens mit der X, was wir dann hochsenden können. Ah, now I understand the point. Now you understand what I'm saying. Wow. Nee, komm jetzt. Ich glaube, Jump'n'Run im Dunkeln. Das ist zu sehr für mich. Und jetzt müssen wir das Jump'n'Run machen. Ja. Mann! Also das einzige Ding, was ich wirklich nicht mag, ist das Ding am Anfang. Aber sobald du das einmal geschafft hast, ist es einfach. Nee, das ist auch nicht einfach, aber... Doch, ich den Rest habe ich dann zu. First Try geschafft. Ich habe keine Lust, mich zu ärgern. Nein, Mann! First Try und so, ne? Ich habe gesagt, genau den Rest habe ich danach First Try geschafft, nach dem... Genau darauf habe ich keine Lust, liebe Zuschauer. Ich stehe hier einfach nur und trinke mein Getränk. Was kein alkoholisches Getränk ist. Nee. Ja, eben. Das ist ein Kokosnussschlag.
Und ein bisschen Wasser. Ach so, du trinkst, genau. Du trinkst in Raft und nicht in der Realität. Ja. Welche Realität? Jetzt trinke ich auch noch in Real Life. Oh, Glückwunsch. Und meinen Drachen gerade trocken. Duales Trinken. Ja. Was habe ich denn hier vorhin nicht geschafft? Ein neuer Studiengang. Ja, ja. Komm. Ja. Ich habe das Zahnrad. Und hier im Aufzug eingesetzt. Aufzug repariert. Ich finde es gut, dass die Zahnräder funktionieren hier. Soll ich mal, Hanna, soll ich auf dich warten oder schon runterfahren und gucken, ob es einen einfachen Weg freigeschaltet wird? Fahr schon mal runter. Okay. Man kann den Aufzug auch wieder hoch. Wenn dann ein einfacher Weg freigeschaltet würde, wäre das natürlich schön. Und es geht weiter hier. Machen, um weiterzukommen dann. Ja. Musst du. Wir sind übrigens den draußen. Hab ich keine Lust drauf. Gut, dann bin ich nicht dabei. Tschüss. Bin dumm. A-L-U-K. So, ich habe nur noch nicht rausgefunden, was jetzt hier eigentlich... Oh, okay, ich bin dumm. Zum Thema, ich habe nicht rausgefunden, was wir machen müssen. Ah ja. Es waren noch mehr Kisten da. You have your chance to leave, but you just won't listen. So, fine. Have it your way. Schmeißt der Zeug? Tut ja das. Ich weiß. Verteilt euch mal und schaut, wo es. Also es gibt Kisten wieder. Der schmeißt Kisten und Bomben. Die haben einen roten Radius. So freundlich, diese Einwohner hier. Ja, dieser Einwohner im Speziellen. Oh, er wirft die Bombe übrigens dorthin, wo Leute stehen. Das heißt, Leute sollten sich wahrscheinlich bewegen. Wir müssen wahrscheinlich einfach irgendwo hoch. Die Frage ist, wo hoch? Wir müssen, glaube ich, hoch zu ihm durch die Kiste mit Hilfe der Kisten. Hat das eine verworfen? Ach nee, hier ist schon wieder so ein Rätsel. Oder ist das Rätsel von hinten oben? Also, ich bin ein Stück höher, aber. Das Rätsel von der anderen Seite. Das ist eins. Olaf, wir hören dir schon zu. Wir haben nur keinen Bock, dir zu. Also, wir haben nur keinen Bock, das zu machen, was du sagst. Autsch. Ja, okay, die machen so mäßig Schaden. Dieser Typ ist nicht sehr gastfreundlich, habe ich das Gefühl. Ist ja auch nicht. Wo wollen wir jetzt hin? Wo müssen wir hin? Ich sehe den Typen nicht. Ich würde sagen, wir gehen hoch zu Olaf. Danke. Er steht da oben irgendwo. Und wie kommen wir jetzt da hoch? Aber wir sind sonst hier. Ich habe das Gefühl, dieser Typ ist auch vielleicht mental nicht ganz gesund. Glaube ich auch nicht. Ups. Ich dachte, ich hätte die Lösung gefunden, aber von dem Ding kommen wir. Hilfe. Könntest du jetzt mal aufhören, hier Feuer durch die Gegend zu schmeißen? Das bringt dir eh nichts. Das ist echt nervig. No, I'm not going to do that. Ah, da. Okay. You know. That is nice for you. I don't care. Pack Olaf. Infanterie, was? Wo? Elektrisches Zipline-Tour, das heißt, wir können Ziplines auch an die andere Richtung gehen. Lagerschlüssel. Hey. Also ich vermute mal, dass es die Funktion ist von dem Teil. Ja, ich denke, warum so diese? Warum sonst ein elektrisches Zipline? Die funktioniert ja auch so. So. Normalerweise wir haben hier eine Leiter und eine Tür. Und zwar eine Tür, wo wir einen Lagerschlüssel brauchen. Lagerschlüssel haben wir. Was machst du denn da drüben? Wie bist du da so schnell darüber gekommen? Ich? Wahrscheinlich. Ich hab drauf. Kann die Leiter ich hab mich nicht von dem Ding ablenken. Das sieht hier ein bisschen aus wie eine Arena. Ja, und Hyänen gibt's auch.
Tür von der anderen Seite verschlossen. Okay, ab ins Getümmel. Nö. Pass auf, die ziehen euch manchmal. Nein, du bist nicht der einzige Controller am Leben sind. Wir sind am Leben, weil wir selber gelernt haben, wie man überlebt. Ach, halt's Maul. Alle beide. Alle beide. Der eine hört nicht nur dich auf dich. Haben wir alle? Armeen nennt ja der diese seine Haustiere. Weil er damit die Bewohner unter Kontrolle gebracht hat. Das ist irgendwie creepy. Wow. Neue Hyänen. Oh nein, jetzt wirft er auch noch Bomben Neues dazu. Bringt er seine eigenen Hyänen um, ist die Frage. Nein, die brennen offensichtlich sind die nicht brennbar, schade. Oh. Problematisch ist natürlich, wenn die Hyäne einen zieht und ins Feuer zieht. Irgendwie habe ich ja das Gefühl, dass teilweise die Gegner-KI nicht wirklich mit vielen Spielern auf einmal klarkommt. Nee, die ist auch ausgelegt auf Einzelspieler. Ursprünglich. Zumindest die Kampagnen und alles. Wir brauchen noch zwei. Ey. Aus. Böse. Frechheit. Böse. Aus. Frechheit. Also echt. Warum sollten wir stehen bleiben? Warum sollten wir stehen bleiben? Ja. Ich glaube auch, der Typ hat seine Pläne nicht ganz durchdacht. Viel Spaß beim Fleisch einsammeln, ne? Okay, die Tür ist offen. Lecker, lecker Hyäne. Mhm. Das könntest du eigentlich ein bisschen in die Länge ziehen, dann hättest du nämlich ziemlich viel Fleisch. Ja, ist halt so. Aber auch mit Steak gefüllte Ledertaschen. Ja, auch mit Steak gefüllte Ledertaschen. Dann ist hier eine Treppe. Ja. Jo, na, ich habe die Türen erstmal aufgemacht, dass wir dann einfach durchkommen. Ja. Was, Hyänenköpfe? Ich habe keinen einzigen bekommen. Also ich habe einen Hyänenkopf. Ich okay, habe auch sind, einen. Dann sind die anscheinend ziemlich ich selten. Einen. Hier gibt es offensichtlich eine lange Brücke. Moment, nicht so wegrennen. Lange Brücke. Auch Pascal, genau. Wir rennen immer vor dir weg. Ja, das merke ich. Und hier scheint Pascal. Kannst du so betonen, wie schwierig es ist, Thumbnails zu machen, während Leute Achtung, Loch. Werfen? Ja. Ich glaube, Hannah ist gerade in dein Bossfeld gefallen. Ja, ich komme mit. Ja. Habe ich jetzt Bock auf den Bossfeld? Ich denke, hast du falls je Bock auf einen Viech Bossfight, Pascal? Ich glaube, wenn wir um dieses Viech einfach rumrennen, kriegt es uns nicht. Warte mal, bevor ihr... Darf ich kurz einen Thumbnail machen? Okay. Einfach am Fressen sind, ey. Wen sollen wir töten? Der pupst, oder? Und setzt so ja. Säurepupse. Ja, Säurepupse. Es wäre vielleicht sinnvoll, wenn einer auf den Aggro. Die Pfeile prallen ab. Das heißt, man muss ihn im Nahkampf besiegen. Ja. Problem ist, wenn er springt. Ja. Und Shepard's leicht. Kommst du nicht ran. Na, wobei, ein paar Nein, Pfeile stecken. Ein paar sind. Böse. Hilfe. Aua. Alter, der ist manchmal so beschützt, ne? Wenn der so leuchtet. Vermute ich mal. Nein, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Aus. Böse. Ich find's gut, dass Pascal gechased Nein. wird. Ah. Ja, geh doch da weg, ey. Der macht Schaden. Jetzt ist er wieder ungeschützt. Das ist ja neu. Wieder geschützt? Jetzt ist er wieder geschützt. Mitnehmen sollen. Ich glaube, der hat schlechte Laune. Oh, der wirft Steine. Scheiße. Und diese Steine sind versifft. Schaden. Nicht mehr. Jetzt ist er nicht mehr. Pascal? Ja. Ich hätte hier vier Heilsalbe. Ja, das wäre nett. Also, ich habe jetzt zwar wieder halbes Leben, aber. Shit. Ich bin gleich tot. Tot. Falls sich jemand wundert, wir haben kurz Perspektive gewechselt. Jetzt nehme ich auf, weil Tobi da tot in der Ecke liegt. Ich sehe nicht mal was.
Ja. Jetzt erst wieder. Kein Schaden, kein Schaden, kein Schaden. Oh Gott, ich bin fast tot. Ach nee. Einmal auf die Lebensleiste schauen wäre auch sinnvoll. Ja, hilfreich. Ich sehe nur, wie der Boden wackelt. Ich sehe. Ich hab ihn! Ja! Sehr gut. Oh mein Gott. Also. Also wenn sich irgendein Weg öffnet, dann gerne. Ja, da hat sich ein Weg geöffnet mit dem Fahrstuhl. Und ich denke, mit dem Fahrstuhl bestimmt auch nach unten kommen. Und ich würde dich auch mal kurz mitnehmen, auch wenn du gerade mitten im Gift liegst. Aber egal. Ach, danke für die Aufopferung. Ich bin auf den Metallpfeiler. Und ich hab den Knopf. Station 1 nach unten, bitte. So, ich hab jetzt schon wunderbaren Hut. Okay, Tobi, wir können nur nach oben. Mano. Ich nehme dich jetzt einfach mit. Was hat er jetzt gemacht? Kann mir vielleicht deine erzählen, was passiert? Er ist runtergefallen und hängt jetzt. Achso, es sah aus, als hättest du ihn runtergestoßen, Hannah. Ja, ja, ich weiß. Das habe ich extra so gemacht. Eins. Gefängnisschlüssel, ja. Könnt ihr mich jetzt mitnehmen und rausbringen? Oh, wir haben ich komm wieder hoch liegen lassen. Tobi. Ich nehme dich mit. Passt falsch, ich nehme dich mit. Achso, ja, Hannah, nimm du die Waffe. Titanaxt! Titanschwert! Ja. Titanfall, ja! Du wirst diesen Ort niederbrennen. Ja, sehr lust. So, jetzt sollten wir vielleicht mal runtergehen und die Leute rauslassen. Pascal, was tust du an? Versuchst du den zu pieksen hier? Ja. Ich würde sagen, wir fahren mit dem Fahrstuhl rum. Können wir nicht. Geht nicht. Ja, habe ich gerade ausprobiert. Das, okay. Was gab's den Schrei? Das wollte ich nicht machen. Auch wir können mit ein paar Stühlen runter. Da nein, ist, du bleibst da hängen, oder? Das war hier, wenn man mit ein paar Stühlen noch eine Station weiter nach unten fährt, kommt man bei dieser Tür in der Nähe vom großen Käfig raus, die man vorher nicht öffnen konnte. Okay, kurze Frage, wer trägt mich eigentlich gerade? Ich. Ah. Dann gehe ich mal den langen Weg. Ich fahr mal nach unten mit dem Aufzug und lass den und lass Olaf mal hier hängen. Ja. Ich würde sagen, müssen dann halt die Leute mal befreien. Tut mir leid, Olaf, ich kann dich gerade leider nicht hören. Ich habe jetzt zu gute Fahrstuhlmusik. Warum sterb ausgerechnet ich? Weil er mich gerade anvisiert hat und angesprungen, ne? Ja, ja, wahrscheinlich. Weil das Tier dich an. Weil das Tier Hunger hatte. Ja, es ist auch nervig, wenn sich das Tier anvisiert, während du gerade einen Screenshot machst. Wurde wahrscheinlich von seinen Eltern hier und. Bei dir erwähnt es selber verschuldet. So halb zumindest. Ich höre Wasser, ja! Das Tier kein einziges Mal gekriegt. Ja. Aber gut, ich stand auch hinten in der Ecke. Ich liege. Pfeil und danke, Boden. Hannah. Danke, danke. Bitte sehr. Mal wieder. Muss man ja sagen, mal wieder. Gegenseitig. Schlafen legen, ne? Ja, ich muss zum Raft wieder kommen. So, ich hab mal das ganze Hyänenfleisch auf den Grill gelegt. Sehr geil. Mhm. Wo ist unser. Ach, da! Das schöne Raft. Da hinten ist es. Das schöne Raft. Oh, das sieht echt geil aus von, von der Distanz her. Gut so. So, wer ist noch nicht im Bett und muss sich schämen? Ich. Ich bin aktuell noch draußen in der Gegend. Geh mal kurz rein, Tobi, mach mal bitte die beiden Türen zu. Oder auch die Balkontür, ich würde gerne ein schönes Bild machen. Kann tagsüber nicht einschlafen. Anscheinend ist es schon wieder morgens. Ja, weil die im Inventar nicht zu sehen, im Crafting zu sehen sind, soweit ich es bisher gesehen habe. Frage ich mich irgendwie, wie man das Titanwerkzeug herstellt. Jetzt kannst du es herstellen. Und wir haben alle Rezepte. Sehr schön. Aber ich glaube, wir können ja die Gefängnisleute in der nächsten Folge befreien. Boah, ich denke, oder? Das ist eine sehr gute Idee. Ja. Aber bis dahin müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Es war wahrscheinlich wieder ein bisschen die längere Folge, aber boah. Tschüss. Dafür gab es auch einen Bossfight. Das stimmt.